Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von DMC Devil May Cry 93 Stufe. Im letzten Teil sind wir in das Unterweltgefängnis eingebrochen. Und ja, das klingt komisch, aber wir müssen das tun, um diesem Nachrichtensprecher so schön auf den Zahn fühlen zu können. Dabei sind wir wohl auf einen vertrauten Geist gestoßen. Er möchte nämlich ausbrechen. Und wenn wir ihm jetzt helfen, dann hilft er uns im Gegenzug, weil er sich wahrscheinlich ein bisschen da auskennt. Und ja, in der Zwischenpause habe ich nochmal eine der früheren Missionen gespielt, habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, habe ein bisschen was verinnerlicht und habe auch ein paar neue Fähigkeiten freigeschaltet. Ein paar neue Ausweichfähigkeiten, die habe ich noch nicht so gemeistert, aber hey, das kann ja was werden. Mal sehen, die bittere Wahrheit, nö. Jetzt sag nicht, Moment, halt, stopp, Mission. Stimmt, ich hatte die erste nochmal, da habe ich sogar ein S reingekriegt, haha. Auf den Kopf gestellt. Genau, das war die letzte Mission. Ein Auge zu wenig. Stimmt, bei dem Typen hat ja das halbe Gesicht gefehlt. Gut, Mission beginnen. Wunderbar. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Schwierigkeitsgrad runterstelle. Aber ganz ehrlich, dann wäre es, glaube ich, langweilig. Ich weiß, dass ich nicht so gut im Kampf bin. Es ist halt wirklich einmal konzentrieren. Was rede ich hier? Was sehe ich? Was muss ich machen? Und das alles zu dritt. Ich bin nicht multitaskfähig. Diese fliegenden Mistviecher haben mein Auge. Sie quälen mich ständig. Ohne mein Auge kann ich nicht fort. Ich bin auf Ewigkeit gefangen. Bring mir mein Auge, dann werde ich dir helfen. Soweit ich gemerkt habe, ist er, glaube ich, blind. Glaube ich, zumindest auf dem einen Auge. Hey, hey, fliegende Bastarde, hier drüben! Oder es sah nur so aus, weil er das so wild rumgefuchtet hat. Na, hoffentlich kommen jetzt wirklich nur diese kleinen Eierviecher, nicht irgendwas anderes Großes Fliegendes. Ah, nee, stimmt, es waren ja die Harpien. Jetzt, Tante! Mach schon! Folge ihnen! Finde ihr Nest! Und wie mache ich das? Moment. Soll ich angreifen, oder? Ach so, gut, verstehe. Das ist jetzt so ein bisschen getimed. Muss ich ihm wirklich jetzt folgen? Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Oh, Moment, hi, hüp. So, den hab ihn auf der Spur. Gut, dann halt so nicht. Ach, nee, warte, Moment. Klopf, klopf, der Tante hier. Das kann ich... Ich kenne das schon, spiel ein bisschen gut. Das kann nicht zu einfach sein. Moment, da haben wir einen Lebensstein. Da haben wir zack, zack, zack. Und bisschen hier. Punkt für den Shop. Gut, das ist anscheinend nichts hier mit... Oh, das war mein Fehler. Das war ein Fehler. Yep. Kein Timing. Yep. Bahnbrechend. Ja, beinahe hätte die Bahn nämlich meine Knochen gebrochen. Verlorene Seele, Servus. Wolltest du auch mit dem Zug fahren und hast ihn verpasst? Entschuldigung, tut mir leid. Muss ich mich jetzt hier in Acht nehmen, ob der Zug immer wieder kommt? Was sagen die? Ich hab's nicht wirklich lesen oder hören können. Ach du Schande. Ja, ich hätte ausweichen müssen. Okay, der tut mich nicht sofort umbringen. Wo kann ich... Kann ich mich hier verstecken? Wahrscheinlich kann ich mich hier im Boden verstecken, oder? Nein, weil da ein Loch ist. Gut. Ah, okay, ich muss jetzt darauf achten, aus welcher Sicht sie kommen. Achtung! Nein. Hey. Na, warte. Das sind Harpien. Die sind noch weiblich, oder? Servus. Oh Gott. Okay, ich weiß ja, Dämonenform und dann können sie mir nichts machen. Und hoch mit uns. Und runter. Buschke. Und hoch. Und runter. Danke. Ja, das ist halt blöd, weil man den wirklich nur so mit einer Fähigkeit schaden kann. Ja. Okay, am besten... Ah, lass mich raten. Ich könnte sie in den Zug schmeißen, damit sie Schaden nehmen. Ja. Ach stimmt, das habe ich mir auch gekauft. Pass mal auf hier. Querschläger. Bum, bang, bing, bang, bum, bang. Autsch. Haha, das ist ja gut. Ja. Autsch.
Da ist mein halbes Gesicht jetzt weg. Wie dramatisch er sich immer umdreht. Achso, okay, das sind die Typen. Moment, eigentlich dürfte doch hier gar nicht angegriffen werden. Ach, deshalb die roten und die blauen Augen. Und hey, juhu! Yep. Yep. Je nachdem, ob ich die Engels- oder den Dämonenmodus anhabe, hä? Eieieiei. Stimmt, das war jetzt das Engels-Ausweichen. Ein bisschen mehr Unverwundbarkeit. Achtung, hoch mit uns! Komm her, du. Yep. Ouch. Bisschen Gesundheit wäre besser. Kum, danke. Achtung, hoch. Yep. Yep. Hui. Zack. Yep. Und hoch. Okay, okay, okay. Wobei, ich kann mich jetzt wieder normal kümmern. Gut. Yep. Gib mir mal den Schild. Gib mir den Schild. Das ist meiner. Yep. Warte, 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 warte. Na, super. Yep. Yep. Okay, okay, du willst es nicht anders. Wie war's damals? Ja. Autsch. Wie mache ich das nochmal? So mache ich dies. Jawohl, die gehen. Ja, mit dem Schiff. Ja. Ja. Bam. Hohoho. Da dröhnt der Schädel, wenn du noch einen hättest. Die globale was? Die globale Situation. Ja, hat sich erwärmt. Ja, ja. Was sagt er? Die Luft wird angenehm wie die Dämonen? Wie, wer, was? Ich habe mich gerade gefragt. Wieso fließt das Wasser nach oben? Aber es ist ja alles hier verkehrt rum. Okay. Ich muss wahrscheinlich da weiter. Da nehme ich erstmal den Nebenweg, weil da sicher was zu entdecken ist. Alter, ich werde... Nee, ich nehme den noch nicht. Aber ich werde ihn demnächst nehmen. Au! Wie ich gerade wieder registrieren musste, weiß ich schon das, was da gerade auf mir aufploppt. Warte, 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 warte. Jetzt war ich drauf gefasst. Ja. Ja. Okay. Ach, dann. Servus. Woo. Ja. Ja. Das ist alles für einen Shop oder... Ach, ich bin doch den richtigen Weg gegangen. Mal sehen. Heiligstatue verwenden. Verbesserung, Gegenstände kaufen. Ich habe keine goldene Kugel. Das wäre besser. Gesundheitskreuz. Ich sollte mir mal ein bisschen mehr Gesundheit kaufen, ganz ehrlich. Gut. So. Ich komme in Frieden. Nicht wieder wegfliegen. Nein, komm zurück. Och, ich sag doch ganz lieb, bitte. Nein, natürlich nicht wirklich. Naja, Scherbenpünktlich. Euch oder mir, das könnt ihr euch aussuchen. Ja. Lass mich raten. Das muss es sein. Das große Bündel hier. Ah, gut. Alter Falter. Ah, oh. Jex. Nein. Okay, ich habe nur ein kleines Gebiet, wo ich laufen kann. Für einen alten Dämon all diese Arbeit. Oh, richtig. Deshalb. Ja, okay, Moment. Erstmal ziehen. Und hüpf. Ich hab's. Das muss das Auge sein. Das war zu einfach. Ach, das ist so eine Art... eine Art Visier. Kill, trapped, die. Mhm. Ein Hinterhalt. Verfickte Fliegeviecher. Komm her, du. Autsch, what the hell? Ja. Alter, pieksen die. Moment, ich kann über den Boden laufen, aber der bricht weg. Achso, da war er schon weggeschoben. Alter! Auch er ist ein Dämon. Was war denn das für eine Errungenschaft, hä? Komm her, du. Komm her! Wie kann ich die erwischen?
Also ich muss mich zu ihnen hinziehen, weil sie zu mir her funktioniert nicht. Jupp. Autsch. Ah, okay, der Bohnen kann also... Ich muss wirklich darauf achten, wo schon Bohnen ist, wo noch Bohnen ist. Yep. Ja. Yep. Autsch. Ja, die haben den Vorteil, die können fliegen. Komm her, Freundchen. Ah, stimmt. Ah, verdammte Kiste. Ja, diese Kombo habe ich jetzt auch drauf. Ja, komm her, du. Komm her! Ja. Ah, ja, diesen Angriff darf ich nicht vergessen. Nee, kann ich. Auch noch. Separat. Mir wirklich hier Buchstäbe mit dem Boden unter den Füßen wegbricht. Okay, komm her, du. Komm her! Und hoch mit mir. Und rüber. Ja. Und hüp. Ja, bam, bam, bam. Zack. Komm her, du. Ja. Hier geblieben. Okay, wo ist der nächste? Bin ich immer noch in der Luft? Ja. Ja. Alter, wie lange ich in der Luft bleiben kann. Sabalutsche. Ja. 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 Wow. Ey, so langsam kriege ich den Dreh raus. Ja. Und ja. Das war ein recht hübscher Kampf. Ja. Das war sogar eine ziemlich gute Übung, in der Luft zu kämpfen. Also die Junge hinter der Ecke versteckt, dass du mir das jetzt sagst, alter Mann, oder was? So. Das war schon gewesen, hä? Ich sag euch, da kommt noch irgendwas. Die werden mir das nicht einfach so geben. Wäre zu einfach. Sag ich's nicht. Puhui. Also wirklich, es macht Spaß, aber es braucht halt wirklich viel mehr von meiner Konzentration. Also wir hier. Die fehlt ja schon wieder. Yep. Autsch. Alter, hörst du wohl auf? Ach stimmt, die kann ich ja nicht greifen. Hoch mit uns. Autsch. Autsch. Okay, okay. Okay, okay. Erstmal hier neu lokalisieren. Und hoch mit uns. Hoch. Autsch. Ja, Stachel im Rücken. Ja. Autsch. Ich will nicht schon wieder sterben. Yep. Ja, ich mach immer schön sauer. Uiuiui. Autsch. Alter. Okay. Es ist wohl immer diesen paarweise unterwegs und sobald der Partner stirbt, dann ist er richtig sauer. Okay. Okay. Autsch. Yep. Yep. Ja, greifen kann ich die ja nicht. Autsch. Ja, ist ja gut. Meine Fresse. Warte, warte. Autsch. Bam. Was ich mir merken muss ist, sobald ich sie in die Luft befördere, sind sie mir, kann ich sie schön jonglieren. Aber das muss ich erstmal halt hinkriegen. Ich muss erstmal durch ihre Verteidigung brechen. Ja? Und das könnte helfen, wenn ich die Kraft meiner Angriffe erhöhe. Yep. Yep. Servus. Zack. Zack. Nicht in den Schritt. Ah, das ist doch mein Kapital. Das war dein Kapital.
Deshalb habe ich es ausgeschöpft. Den Schritt. Ja. Ich hab's gesagt. Und jetzt kann ich auch nicht mehr zurücknehmen. Autsch. Ich kann auch nur so schnell mit den Daumen, mit den Fingern tippen. Kommt eigentlich nochmal der Zug? Jetzt, wo ich mich umdrehe, wahrscheinlich, ja? Uiuiuiui. Ach, komm schon, keine Frame Drops. Das mag ich überhaupt nicht. Womit bin ich hier richtig? Ich glaube, ich muss noch weiterlaufen. Ach, da hätte ich mich verstecken können. Vor dem Zug, oder? Nö, von da bin ich gekommen. Ein Wegweiser wäre auch ziemlich praktisch, wenn ihr mich fragt. Lass mich raten, irgendein neuer Gegner. Nee, es ist der Fatty Morph. Fatty Morph? Nee, das war Dead Space. Oh, super. Ach du Schande. Hep. Okay, ich habe gerade wieder ziemliche Frame Drops. Das muss ich doch wieder regeln. Also, kurze Unterbrechung, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hoffentlich sollte es jetzt wieder besser sein. Oh, 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 ja, das ist so gefällt es mir besser. Gib her das Teil, gib her das Teil. Oh, ja, jetzt hast du Fäuste und hab ich auch Fäuste. Ich merke schon, wenn er sich runterbeugt, dann muss ich ihn einfach ziehen. Yep. Ja. Ah, erwischt. Yep. Und hoch und runter. Dankeschön. Yep. Bam, bam, bam. Savage. Yep. Yep. Autsch. Komm her, du Freundchen. Wow. Mann, ich hab doch keine Savage. Jetzt ist nur Brutal. Das soll oben bleiben. Auch wenn ich normalerweise der liebe Typ bin. Wie komme ich denn da hin? Jum. Moment. Wahrscheinlich. Ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Ja. Moment, ich muss das wahrscheinlich aber so schneiden, damit es dann sich nicht zu schnell regenerieren kann, oder? Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig, gut. Wobei, ist da oben noch was? Ah, nee, da war ich, okay. Ja, doch, gut. Hab alles. Und, komm schon. Yep. Oh, okay. Hab's doch noch hingekriegt. Wunderbar. Hat sich das jetzt aber gelohnt? Ich meine, Kupferschlüssel zu verwenden. Stimmt, bei dem einen Level, den ich gespielt habe, habe ich einen Schlüssel gefunden. Hey. Klickeridu und auf bist du. Noch eine kleine Herausforderung? Warum denn nicht? Wahrscheinlich, sobald wir bei dem alten Mann sind. Kupfer, Vorgeschmack des Himmels. Also Kupfer, Vorgeschmack des Himmels. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner und Dante sterben durch einen Treffer. Okay. Ach du Schande. Oh, Backe. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Querschläger? Ey. Puh. Zum Glück habe ich hier das mit der Unverwundbarkeit. Oh. Komm her, du Freundchen. Komm her. Puhui. 6 Gegner muss ich noch töten. Achtung, ich komme von oben. Danke. Puh. Achtung. Bam. Ja. Aha. Und der letzte noch. Puh. Alles klar. Also ich kann mir Kreuze kaufen, das weiß ich, oder halt durch diese Herausforderungen immer wieder Teile holen. Für ein Health-Upgrade.
Ich habe das echt nötig. Gut, und da haben wir sogar noch was für die Kasse. Zack, zack, zack. Gut, genau, von hier bin ich gekommen. Alles klar. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann. Ich glaube, wenn ich das alles nochmal spielen würde, dann wäre es ein bisschen einfacher, weil ich es einfach schon kenne. Aber hier jetzt, fui. Richter! Sie selbst! Mein Auge! Du hast es! Hast du es? Er ist doch blind, oder? Hatte ich doch recht? Dante. Ach, er kennt mich. Du kennst mich? Nein. Ich kannte deinen Vater, Sparda. Du siehst ihm ähnlich. Sparda war ein Dämon. Ich sehe ihm nicht ähnlich. Nein, natürlich. Du bist ein Nephilim. Auch das sehe ich. Was bist du? Phineas. Gelehrter. Erfinder, Prophet. Dämon. Und bis du kamst, auch Gefangener von Mundus. Ich danke dir. Es war kein Gefallen. Du hast gesagt, du bringst mich zum Turm. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Es war eine Gegenleistung, also ein Gefallen. Ja, der Dante hat wohl diese Eigenschaft, er möchte keine Hilfe von anderen. Und er tut halt nur das, was notwendig ist, um sein Ziel zu erreichen. Zielpunkte dennoch erst. Das ist gleich geblieben. Zeit A. Okay. Fortschritt wahrscheinlich C. Aha. It's a Sack. It's a Sackerie. Ein Tod. Verbesserung 2. Wunderbar. Next Mission. Der innere Teufel. Aber jetzt, wir wollen ja zu dem Turm hin. Ich vermute, dass wir jetzt dann auf diesen Barbaros oder wie der nochmal heißt treffen und dann wird wieder ein kleiner Bosskampf entstehen. Vermute ich mal. Aber jetzt erstmal, meine Damen und Herren, mache ich einen kleinen Cut. Und ja, ich kann es nur immer wieder sagen. Es macht Spaß, aber dieses Spiel, wenn man es spielen und gleichzeitig drüber kommentieren möchte, ja, das ist schon herausfordernd. Daher. Manchmal fände ich es nämlich gut, wenn ich irgendwie so einen Co-Partner hätte bei meinen Let's Plays, dass der in manchen Situationen dann das Reden übernimmt, damit ich mich aufs Spielen konzentrieren kann. Wäre sicher auch lustig anzusehen und anzuhören. Und ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von DMC Devil May Cry gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.